Willkommen in einem neuen Video der Berufsschule 7. Diesmal soll es um Exceptions gehen. Zielgruppe ist hier Fachinformatiker 11. Klasse. Aber wie immer, angucken darf sich's jeder. Ja, sehen wir uns mal folgendes kleines Programmchen an. Und zwar sollte es einen Prozentwert berechnen. Dazu brauche ich zwei Eingangswerte, den Teilbetrag und den Komplettbetrag. Und der Rückgabewert ist vom Typ String. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber für das Ziel, die Exceptions zu verstehen, ist das jetzt hier ganz praktisch. Der Rückgabewert wird einfach nur der Prozentwert sein und hinten das Prozentzeichen dran gehängt und mehr ist es auch nicht. Entscheidend ist, dass wir hier bei der Prozentberechnung theoretisch durch 0 dividieren könnten. Das heißt, wenn die Complete 0 wäre vom Nutzer dieser Methode, dann würde hier eine sogenannte Exception ausgeführt werden. Und diesen Fehler müssen wir irgendwie abfangen. Das heißt, wir haben hier eine mathematische Unmöglichkeit, die jetzt von unserer Java-virtuellen Maschine tatsächlich auch mit einer Fehlermeldung quittiert werden würde. Und unser Programm würde einfach abbrechen. Das heißt, hier müssen wir irgendwas tun, damit eine fehlerhafte Nutzung dieses Programms nicht zum Absturz des Gesamtprogramms führt. Ja, in diesem Programm habe ich jetzt mal versucht, den Fehler zu vermeiden. Das heißt, ich kann jetzt hier, bevor ich überhaupt diese Berechnung anstelle, prüfen, ob die Complete jetzt ungleich 0 ist. Dann und nur dann darf ich die Rechnung ausführen. Wenn es wieder erwarten doch 0 ist, dann kann ich jetzt in so eine Art Fehlerbehebungsbereich reingehen und ich sage einfach Return Value ist der String Division by Zero. Und damit habe ich jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass der Nutzer diese Methode %call2 prüfen kann, ob denn ein Fehler passiert ist. Das heißt, wenn das Return Value Division by Zero ist, dann weiß er, hoppla, ist was schiefgelaufen und er kann dann eben bei der Nutzung dieser Methode darauf eingehen. Wenn ich jetzt aber eine kleine Änderung an dem Programm vornehme und zwar Double jetzt als Rückgabewert hinterlege. Das heißt, es ist kein String mehr, sondern es ist wirklich der Prozentwert, der zurückgegeben wird. Könnte ich jetzt auch hier wieder prüfen. Ja, okay, wenn die Complete 0 ist, dann darf ich nicht rechnen. Aber was mache ich jetzt als Rückgabewert, der als Fehler fungieren könnte? Also 0 ist auf jeden Fall mal komplett falsch. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie gucken, gibt es denn irgendeinen Double-Wert, der von dem Nutzer dieser Methode %call3 als Fehler interpretiert werden könnte? Und faktisch ist es so, die Antwort ist nein. Also es gibt keine Möglichkeit oder keinen Double-Wert, der nicht als valides Ergebnis meiner Prozentrechnung gelten würde. Die Sache ist relativ einfach zu sehen. Wenn wir an der als decomplete den Wert 100 nehmen würden, dann wäre die Rechnung in Return Value die Fraction mal 100 durch 100. Also im Prinzip genau der Wert, der in die Fraction übergeben wurde. Und das kann jeder Double-Wert sein. Das heißt, auch der Rückgabewert, die Return Value, kann gültig jeder Double-Wert sein, der existiert. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit für mich, eine Fehlersituation an den Aufrufer zu melden. Also er hat keine Chance, weil jede Double-Zahl, die als Return Value zurückgegeben werden kann, könnte auch ein richtiges Ergebnis sein. Anders war es ja beim String. Also es gibt nicht den Prozentwert Division by Zero. Da konnte er es machen. Hier in dem Fall, der Rückgabewert Double, ist es nicht möglich. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, einen Fehlerfall an den Aufrufenden oder an den Aufrufer dieser Methode weiterzuleiten. Sehen wir uns nochmal ein ähnliches Problem an. Ich habe jetzt hier einen Konstruktor. Und ein Konstruktor gibt im Prinzip immer das Objekt zurück. Ja, also es gibt keine Möglichkeit, jetzt hier irgendwie ein Return Value Boolean oder sowas zu realisieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Prüfung des übergebenen Parameters vornehme, habe ich keine Möglichkeit, in irgendeiner Form diese Fehlersituation an den Nutzer des Konstruktors zurückzugeben. Also
diese Situation, also ich kann jetzt hier nicht sagen, return, was weiß ich, error oder sowas. Das ist nicht möglich. Das heißt, auch hier habe ich keine Möglichkeit, den Fehlerfall zu melden. Und das ist jetzt ein Problem, weil Fehler, wie gesagt, passieren und ich muss mich jetzt irgendwie darum kümmern, was wir da tun können. Die Lösung für dieses Problem sieht wie folgt aus. Wir können uns jetzt hier nochmal ein Programm anschauen und können uns vorstellen, okay, wir haben irgendwie eine Eingabe und eine Ausgabe. Das heißt, der Nutzer, was im Regelfall auch wiederum ein Programm ist, dieses Unterprogramms, liefert mir Daten und interpretiert dann die Ergebnisse. Das ist der Normalfall. Das heißt, in unserem Fall unsere Prozentberechnung, wäre Eingabe das Ganze und den Teilbetrag und was wir zurückbekommen, ist jetzt als Double-Wert der Prozentwert. Wenn wir jetzt aber eine fehlerhafte Kommunikation haben, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas eingebe, was falsch ist und zu einem Fehler führt, dann brauchen wir irgendwie einen parallelen Informationszweig. Das heißt, dieses Ei soll jetzt einfach eine Kommunikation in Richtung Aufrufer symbolisieren, wo ich eben die Fehlersituation entsprechend mitteile. Das heißt, eine alternative Möglichkeit, den Aufrufer zu informieren. Und das ist die sogenannte Exception. Und genau darum soll es jetzt eben in diesem Video gehen, wie wir Exceptions nutzen und wie wir ja, damit unsere Programme besser machen. Nun sehen wir uns erstmal an, was passiert eigentlich mit unserem Java-Programm, wenn so ein Fehlerfall passiert. Division by Zero, Number Format Exception, Null Pointer Exception, das sind alles Sachen, die die meisten von euch schon mal gesehen haben. Und wir gucken uns das jetzt mal Schritt für Schritt an. Wenn wir ein Java-Programm starten, dann starten wir damit die virtuelle Maschine. Wenn ich ein natives Programm habe, dann läuft es halt direkt auf dem Betriebssystem. Dann würde dort das Betriebssystem stehen. .NET eben das .NET Environment. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei Java. Bei den anderen Architekturen sieht es ähnlich aus. So, die Java virtuelle Maschine, die läuft. Und auf dieser virtuellen Maschine setze ich jetzt die Main-Methode. Das Main-Programm ist ja der Einstieg in unseren Code. Das heißt, sobald ich meine Klasse mit Java starte und die Engine findet eben in meiner Klasse die Main-Methode, wird diese aufgerufen. So. Wenn ich jetzt wie hier in der Main-Methode noch eine weitere Methode aufrufe, in dem Fall checkAge, dann kann ich die mir hier oben eben auch draufpacken. CheckAge, wir gehen gleich mal über den Code drüber. Aber entscheidend ist, dass ich hier so eine Art, ja, so eine Art Stapel von verschiedenen Aufrufen habe. Also die Java virtuelle Maschine links ruft die Main-Methode auf und die Main-Methode ruft dann CheckAge auf. Das heißt, diese einzelnen Aufrufe werden so übereinander gestapelt und deswegen nennt man diese Aufrufstruktur auch Stapel oder Englisch Stack. Das ist sozusagen jetzt der Speicherbereich, der dafür zuständig ist, die einzelnen Aufrufstrukturen zu speichern. Ganz kurz, was macht das Programm? Gehen wir mal ganz kurz drüber. Das Public Static Void CheckAge. Ich habe hier erstmal die Eingabe des Alters. Das ist nichts anderes wie ein Show-Input-Dialog, wo ich eben einen String zurückbekomme, den eben der User eingegeben hat. Dann wird geprüft mit Equals, ob das NN ist. Also wenn der User NN eingibt, dann soll das eben bedeuten, er gibt sein Alter nicht an. Dann gibt es eben eine System-Out-Print-Line-Meldung, dass er jetzt eben weiter nichts machen kann. Sollte er nicht NN eingeben, dann passiert ein Parse-Int, also Integer-Parse-Int des Alters, somit dass ich aus dem String eine Integer-Zahl mache, mit der kann ich jetzt eben auch vergleichend arbeiten. Ich prüfe, ob es kleiner 18 ist, dann wird halt ausgegeben zu jung. Ansonsten okay. Und am Ende dieses Unterprogramms wird einfach geschrieben, Test beendet. So, auch hier keine komplizierte Sache. Hier soll es aber eben, wie gesagt, nur um die Fehlersituation gehen. Wenn wir jetzt hier mal Fehler provozieren wollen, dann würde Folgendes passieren. Wir könnten hier beispielsweise jetzt die Eingabe abcde eingeben.
Okay, ABCDE ist tatsächlich ungleich NN und wir würden jetzt hier direkt in diesen Parse-Bereich kommen. Das heißt, Integer Parse Int würde versuchen, den eingegebenen Text ABCDE als Integer zu parsen. Das geht natürlich nicht. Es ist kein Integer, sondern ganz normaler Text. Und die Parse Int-Funktion würde jetzt eine Number Format Exception ausgeben. Das heißt, nichts anderes, dass die Ausführung unseres Codes genau an der Stelle, wo dieses Parse-Int steht, unterbrochen wird. Die Exception würde, man spricht davon, dass sie geworfen wird. Und das heißt, dass jetzt, wenn wir uns links unseren Stack anschauen, an der Stelle von Check Age die Exception geworfen wird und diese Exception würde sozusagen jetzt sämtliche betroffenen, drunterliegenden Funktionen eben auch abbrechen, weil ich habe gesagt, sobald eine Exception kommt, wird die Ausführung des Codes eben komplett gestoppt und die Exception wird geworfen. So, das bedeutet jetzt, dass diese Exception bei der Main-Methode ankommt. Die Main-Methode weiß nicht, was sie mit dieser Exception tun kann und gibt es jetzt somit eben auch weiter an die nächsthöhere Ebene oder eine grundlegendere Ebene. Das wäre jetzt an dem Fall schon die virtuelle Maschine. Und die virtuelle Maschine bekommt jetzt auch diese Exception, weiß auch nicht, was sie damit tun soll. Wir haben ja nirgendwo hinterlegt, was passieren soll im Fehlerfall und bricht dann einfach den kompletten Code ab und gibt dann den Stack am Bildschirm aus. Das heißt, hier sehe ich jetzt tatsächlich die Aufrufstruktur. Wir sehen beispielsweise, dass wir diese Number Format Exception hier an der Stelle haben. Dann steht zweimal, dass es in der Integer Parse Int Funktionalität eben realisiert oder aufgetroffen ist. Und dann sehen wir auch schon unseren Code. Fehlertest.checkAge auf der Zeile 24. Das wäre genau die, wo diese Exception aufgetreten ist durch den Parse Int und mit 18 hätte verglichen werden sollen. Und dann in der Main-Methode auf Zeile 34, dort wo eben Check Age aufgerufen wurde. Das heißt, ich kann es ziemlich genau feststellen, an welchen Stellen dieser Fehler sozusagen vorbeigeflogen ist. Gut, und jetzt wollen wir uns mal darum kümmern, wie schaffen wir es, das Programm so zu stricken, dass es eben nicht abbricht, sondern dass wir durch unseren Code den Fehler ja, behandeln können. Bevor wir uns aber darum kümmern, müssen wir jetzt einfach der Vollständigkeit halber nochmal eine zweite Exception uns anschauen. Das werden wir später brauchen, um das Verhalten bei dem Catch-Block etwas genauer zu verstehen. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen bei diesem Show-Input-Dialog jetzt auf den Button Abbruch. Der hat ja normalerweise zwei Buttons, OK und Abbruch. Abbruch heißt, dass Show-Input-Dialog als Rückgabewert den Wert Null hat. Das heißt, in S-Eingabealter steht jetzt kein String drin, sondern Null. Und da haben wir spätestens an der Stelle ein Problem, weil wenn ich jetzt sage S-Eingabealter.equals, kann dieses Punkt-Equals ja nur bei einer String-Variable oder einem String-Objekt ausgeführt werden. Wenn aber in S-Eingabealter Null ist, geht das nicht und dementsprechend fällt die Null-Pointer-Exception. Und die macht es im Prinzip genau das gleiche wie die Number Format Exception. Sie fällt, bis sie eben bei der virtuellen Maschine aufschlägt und der Stack wird wieder angegeben. In dem Fall ist es jetzt ein etwas kleinerer Stack, weil wir sozusagen die Fehler nicht in einer Aufrufmethode wie ParseInt provoziert haben, sondern direkt in CheckAge. Dort findet ja die Null Pointer Exception statt und dementsprechend kriegen wir jetzt die Zeileninformation von Fehlertest 21. Das ist dort, wo wir mit Equals gearbeitet haben und dann wieder 34, wo der Aufruf in der Main-Methode stattfindet. So, das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Situationen oder Exceptions kennengelernt und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie unseren Code diesbezüglich ja, etwas wasserdichter kriegen. Ja, was können wir jetzt tun? Wir können einen sogenannten Try-Block. Try-Catch-Block eigentlich, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das Try. Also einen Try-Block können wir aufstellen. Das heißt, wir brauchen ein neues Schlüsselwort für Java. Das heißt Try. In den meisten anderen Programmiersprachen ist es auch Try. Und dann folgt eine öffnende geschweifte Klammer und unten dann eine
die zugehörige schließende Klammer. Gut, alles, was in diesen Klammern jetzt durchgeführt wird, wird beobachtet. Man kann sich das plastisch so vorstellen, als würde man jetzt so eine Art Zaun um diesen Codeblock aufstellen, wo es eben nur einen Ausgang gibt. Und an diesen Ausgang können wir jetzt eben gucken, welche Fehler da sozusagen rauspurzeln. So, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt unseren Fehler wieder provozieren. Wir geben hier wieder ABCDE ein. Das heißt, wir würden jetzt die Number Format Exception provozieren. Die würde jetzt an der Stelle wieder auftreten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nach dem Try-Block haben wir hier einen sogenannten Catch-Block. Deswegen nennen wir das Ganze eben auch Try-Catch. Und Catch heißt tatsächlich, die Exception wird gefangen. Also wir stellen uns das jetzt wieder mit unserem Zaun vor. Wir stellen sozusagen an diesen Ausgang des Zauns jemanden hin und sagen dem Catch, also fange bitte alle Number Format Exceptions, die hier vorbeikommen. Deswegen Catch Number Format Exception. Die Variable Name E, meistens nimmt man E oder EX, ist dann die ein Objekt vom Typ Number Format Exception, das dann entsprechend weiter ausgewertet werden kann. Mit e.print Stack Trace würden wir dann wieder den Stack Trace auf dem Bildschirm sehen, also auf der Konsole, so wie wir es auch sehen würden, wenn wir diese Exception in der virtuellen Maschine aufschlagen lassen würden. Entscheidend ist aber, dass der Code jetzt hier nicht mehr abbricht, sondern der Interpreter springt von dieser Zeile Integer Parse Int, dort wo der Fehler passiert, direkt in diesen Catch-Block hinein. Dann würden wir sozusagen die System-Out-Print-Line zu Jung oder OK-Zeile überspringen. Und dann würde dieser Stack-Trace ausgegeben werden. Wir könnten alles andere Mögliche auch tun. Wir könnten jetzt irgendwelche User-Informationen geben, irgendwelche Logfile-Einträge, was auch immer. Und danach würde der Code in der nächsten Zeile weiter verarbeitet werden. Das heißt, dieses System-Out-Print-Line-Test beendet, würden wir auf der Konsole sehen. Das wäre ohne diesen Try-Catch-Block eben nicht passiert. Und unser Programm läuft weiter, also es wird nicht abgebrochen. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle mit Hilfe von irgendwelchen Flex oder was auch immer, dann beispielsweise den User dazu auffordern, mit einer Schleife die Zahl wieder einzugeben. Beispielsweise. Und jetzt probieren wir mal Folgendes. Wir haben unserem Fänger ja gesagt, er soll auf Number Format Exceptions achten und wir provozieren jetzt einfach mal eine andere, nämlich diese Null Pointer Exception, indem wir hier auf Abbruch drücken. Das heißt, wir hätten jetzt hier eine Null Pointer Exception, das ist keine Number Format Exception und dementsprechend würde der Fänger auch diese Exception nicht auffangen. Er würde einfach sagen, ich höre nur auf Number Format Exception und alles andere ist mir egal. Und das heißt, an der Stelle würden wir tatsächlich wieder zu einem Codeabbruch kommen und unser Programm würde nicht mehr weiterlaufen. Das heißt, das wäre jetzt für diese Situation eben suboptimal. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Wir geben jetzt hier wieder abcde ein und jetzt Number Format Exception. Und wenn wir jetzt genau hingucken, haben wir unserem Fänger jetzt plötzlich nicht gesagt, bitte fang eine Number Format Exception, sondern fang jede Exception. Es ist so, das werden wir später nochmal sehen, jede Exception erbt von dieser Exception. Also die Klasse Exception ist die Mutter aller Exceptions, auch der Number Format Exception. Das heißt, wir würden sozusagen jetzt alle Exceptions und alle Kind-Klassen von Exception hier fangen und dementsprechend würde er jetzt eben auch die Number Format Exception hier mitnehmen. Was Sie aber nicht machen können, ist jetzt individuell auf den Fehler hinweisen. Das heißt, wir könnten jetzt nicht sagen, System-Out-Print-Line, bitte eine gültige Zahl eingeben, weil es hätte ja auch sein können, dass jemand einen einfach auf Abbruch gedrückt hat. Und da müssten wir ja eigentlich sagen, bitte nicht auf Abbruch klicken. Um das Ganze jetzt wiederum in den Griff zu kriegen, können wir Folgendes machen.
Wir können unten in unserem Catch-Block zwei Catch-Blöcke aufstellen. Das heißt, wir können jetzt hier zwei Fänger aufstellen. Dem einen sagen wir, bitte achte du auf Number Format Exception und dem anderen, bitte achte du auf alle Null Pointer Exceptions. Das heißt, ich würde jetzt hier wieder eine Number Format Exception provozieren durch die Eingabe von abcde. Die Number Format Exception würde an der Stelle geworfen werden und hier fange ich die Number Format Exception und würde jetzt eben ausgeben, falsches Format. Ja, das ist jetzt die Information an den User, warum eben diese Funktionalität nicht ausgeführt wurde. Dann gehen wir nochmal auf Abbruch. Wir hätten jetzt hier die Null Pointer Exception, wie beim letzten Mal auch, und jetzt würde eben die Null Pointer Exception gefangen werden. Das heißt, der zweite Fänger würde das Ganze jetzt eben in den Griff kriegen und dann kann man jetzt sagen, darf nicht Null sein oder nicht Abbruch drücken oder was auch immer. So, das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich beide Situationen sauber abgefangen und haben ein individuelles Error Handling eben realisiert. Zugegebenermaßen, unser Error Handling ist wirklich jetzt sehr, sehr billig geworden, aber entscheidend ist, dass ein Programmierer jetzt sehen kann, dass er jetzt hier beliebigen Code hinterlegen kann und dann entsprechend das Error Handling auch ein bisschen aufblasen. Was ich jetzt auch machen kann, ich kann den Fehler direkt in der Main-Methode abfangen lassen. Das heißt, ich stelle jetzt meinen Zaun nicht innerhalb von CheckAge, sondern bereits auf der Main-Methode beim Aufruf von CheckAge auf. Wir haben ja gelernt, dass eine Exception eben an den einzelnen Aufrufebenen vorbeifällt, bis sie gefangen wird oder auf der virtuellen Maschine aufschlägt. Und dementsprechend muss es jetzt eigentlich auch funktionieren, eben diesen Try-Catch-Block hier eine Ebene höher aufzustellen. Probieren wir es aus. Wir gehen hier auf Abbruch, haben hier unsere Null Pointer Exception und dann würden wir tatsächlich hier in diesen Catch-Bereich von der Null Pointer Exception reinlaufen. Das heißt, der komplette Code von CheckAge wird dann, die Verarbeitung wird abgebrochen. Das heißt, alles unterhalb der Stelle, wo diese Equals-Prüfung auf die Null Pointer oder die Null Pointer Exception erzeugt, wird von der CheckAge-Methode nicht mehr aufgerufen, weil eben der Code natürlich abbricht, bis die Exception gefangen wird. Und das ist halt jetzt in der Main-Methode. Das heißt, diese System-Out-Print-Line-Test beendet Methode oder Aufruf, das wird nicht mehr ausgeführt. Das heißt, diese Information kommt nicht mehr beim User an, weil eben CheckAge eben komplett abgebrochen wurde und die Exception eben eine Ebene höher erst abgefangen wurde. So, jetzt den nächsten Schritt, den wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen eine eigene Exception bauen. Und das heißt, wir haben ja gesagt, die Exception ist nichts anderes wie ein Informationskanal, den wir an den Aufrufer realisieren wollen. Und dementsprechend können wir jetzt hier einfach sagen, okay, wir prüfen jetzt hier die Situation, packen die Information in einen eigenen Exception-Block rein, also ein eigenes Kuvert, so kann man sich das vorstellen, und schicken das dann auf die Reise. Und wie man so eine eigene Exception baut, sehen wir hier. Wir nennen das Ding irgendwie mit Exception. Ich habe es jetzt mal MyException genannt. Für reale Programme sollte man sich irgendwas Sprechenderes überlegen. Entscheidend ist, dass unsere Exception von der Klasse Exception erbt. Und dadurch kann sie eben geworfen und gefangen werden. Das heißt, an der Stelle habe ich jetzt festgelegt, dass die grundlegenden Eigenschaften einer Exception auch durch meine eigene Exception-Klasse abgedeckt werden. So, dann ist es so, dass wir bei Exception üblicherweise die ganzen Informationen, die wir reinpacken in unsere Exception, das soll ja wie gesagt nichts anderes erstmal sein als ein Informationsvehikel, dass wir diese gesamten Informationen gleich im Konstruktor reinpacken. Also wir arbeiten im Regelfall nicht mit Getter und Setter, sondern wir erzeugen das Ding mit allen notwendigen Informationen und dann wird sofort auf die Reise geschickt. Und deswegen hat sich es eigentlich eingebürgert, über den Konstruktor sämtliche Informationen weiter reinzugeben. In unserem Fall ist es einfach nur ein String mit meinem Message. Der soll jetzt stellvertretend für alle anderen Sachen sein.
Und dann können wir noch Methoden hinterlegen, die jetzt für die Fehleranalyse wichtig sind. In unserem Fall habe ich das jetzt auch nur ganz einfach gemacht, dass wir hier lediglich den Message-Text ausgeben, also ein stinknormaler Getter. Aber was man ja auch machen kann, man kann hier irgendwelche Logfiles beschreiben oder zusätzliche Informationen etc. Das ist an der Stelle jetzt dem Programmierer überlassen. Entscheidend ist, er kann diese Exception genauso programmieren wie jede andere Klasse auch und kann sie dann entsprechend diesbezüglich einsetzen. So, jetzt wollen wir unsere neue Exception mal einsetzen. Das kann man jetzt machen, wann und wo man immer möchte. Ich habe mir jetzt das Leben hier relativ leicht gemacht. Ich habe einfach in dem Catch-Block die Exception neu erzeugt, da komme ich gleich drauf. Aber ich hätte jetzt beispielsweise auch gleich nach der S-Eingabe Alter ist gleich J-Option Pane Show Input Dialog prüfen können, ob das Ding null ist und dann die Exception werfen. Das ist an der Stelle jetzt erstmal egal. Die Message für euch ist, an jeder Stelle, wo ich es für sinnvoll halte, kann ich eine Exception werfen. So, ich habe jetzt hier an der Stelle jetzt einfach zwei Stellen rausgenommen, damit ich den Code nicht unnötig eben ergänzen muss. Ich sage jetzt einfach, wenn jetzt die NumBeforeMetException kommt, dann werfe ich meine neue Exception, die dann lediglich die Information falsches Format beinhaltet. Das heißt, ich übersetze sozusagen die Existenz der NumBeforeMetException in einen Text, der einfach nur heißt falsches Format. So, wenn ich bei dieser Throw-Zeile lande und sage Throw new my exception, wird einfach Folgendes gemacht: Der Code wird abgebrochen. Das heißt, die Weiterverarbeitung von der Methode checkAge wird an der Stelle komplett unterbrochen und die Exception wird sozusagen an den darüber liegenden Code, in dem Fall an die Main-Methode, weitergeleitet. Wenn ich aber eine eigene Exception werfe in meinem Code, dann muss ich an der Stelle entweder die Exception hier gleich fangen, was relativ wenig Sinn macht, oder, und das ist der Regelfall, ich muss hier ein Throws hinterlegen. Das heißt, dass ein Nutzer diese Methode anhand von Throw sieht, aha, hier in dieser Methode wird MyException geworfen. Ich muss mich darum kümmern, die zu fangen. Das heißt, es ist so eine Art Verpflichtung, an den Nutzer dieser Klasse oder dieser Methode jetzt in dem Fall weiterreicht, dass er tatsächlich MyException fangen muss. So frei nach dem Motto, wenn ich mir die Mühe gebe und ich erzeuge und werfe eine eigene Exception, dann musst du Nutzer meiner Methode dir auch die Mühe geben oder den Aufwand in Kauf nehmen, die dann zu fangen. Schlüsselwort dafür heißt an der Stelle eben throws. Also habe ich jetzt hier bei checkAge Aufruf, dann mein Catch-Block und dieser Catch-Block muss jetzt nicht mehr NumBeforeMet und NullPointerException fangen, sondern einfach MyException. So, und die habe ich jetzt auch von der Variablenname her MyException genannt. Egal, entscheidend ist jetzt, dass ich jetzt hier mit getMyMessage an das ErrorHandling sozusagen rankomme. Das heißt, jede beliebige Methode, die ich in meiner Exception als public formuliert habe, kann ich jetzt hier entsprechend aufrufen. Und das könnten jetzt irgendwelche Log-Methoden sein, irgendwelche weiteren Informationen. Das ist komplett egal. Alles, was ich in einer beliebigen Klasse machen kann, kann ich eben auch in meiner Exception-Klasse machen. So, damit haben wir jetzt unseren Code schon mal einigermaßen sauber aufgestellt. Ein Problem haben wir jetzt aber noch, und zwar dieser Test beendet. Dieser Code, die Ausgabe von Test beendet, wird hier an der Stelle eben nicht ausgeführt, weil ich habe ja gesagt, wenn ich throw formuliere, also wenn ich throw new my exception ausführe, dann wird der Code von checkAge unterbrochen und somit wird dieses Test beendet nicht mehr ausgegeben. Das ist jetzt für eine reine Ausgabe nicht so schlimm, aber stellen wir uns vor, in dieser Methode würde jetzt irgendein Pfeil geöffnet werden
oder eine Datenbankverbindung erzeugt werden und ich muss die schließen, bevor diese Methode aufhört, hätte ich an der Stelle jetzt ein Problem. Und genau darum wollen wir uns am Schluss jetzt nochmal kümmern. Der Trick an der ganzen Geschichte ist das Finally. Das Finally habe ich jetzt hier, ich schreibe das immer gerne auf der gleichen Ebene wie den Catchblock, das muss ich aber nicht zwingend tun. Finally heißt lediglich, bevor diese Methode durch eine Exception beendet wird, muss der Interpreter den Block zwischen Finally Klammer auf und Klammer zu abarbeiten. Das heißt, irgendwelche File-Schließ-Aktionen würde ich an der Stelle jetzt hier bei dem Finally hinterlegen. Und damit kann ich eben sicherstellen, dass, ich sag mal, in dieser Methode sicher aufgeräumt wird. Also ein File-Schließen ist ja eine zwingende Notwendigkeit und das kann man sich wirklich so vorstellen. Wir müssen erstmal alles in Ordnung bringen, bevor diese Methode beendet werden darf. Und das packt man eben in diesen Finally-Block. Das haben wir ja schon mal gesehen bei den File-Zugriffen. Dort habe ich das ja schon mal erklärt. Und ja, das wäre jetzt an der Stelle eigentlich alles zu den Exceptions. Das heißt, wir haben jetzt verstanden, was sie machen, wie ich meine eigenen Exceptions einbauen kann und ja, wie wir unseren Code eben da an der Stelle wasserdicht kriegen. Insofern danke für die Aufmerksamkeit und ja, es wird garantiert nicht das letzte Video bleiben. Also bis dann.